So, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur dritten Staffel Folge 5, wenn es mich nicht alles täuscht. Und zwar haben wir ja gestern von Bochum nach Arnsberg und nach Giebringhausen die Strecke erweitert. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass dann der Zug auch daher fährt. So, die Linie. Da ist sie. So, hinter Bochum käme dann als Haltestelle Arnsberg. Wieder Arnsberg. Wieder Bochum. Und fährt dann, macht er zweispurig. Ja, er fährt zweispurig, das passt. Hier auch. Ne, hier geht er in eine Spur über. Aber da sind auch die Signale noch nicht gesetzt. Also müsste in Arnsberg auch hier eben sagen, dass er auf Gleis 1 soll. So, dann sieht das schon besser aus. Und in Giebringhausen müsste er ja dann auch auf Gleis 1. Aber habe ich da irgendwo ein Signal vergessen? Scheint so. Gucken wir mal. Hier bei der X-Weiche fehlt das Signal. So. Und jetzt, wie sieht es jetzt aus? Immer noch nicht viel besser. So, gehen wir mal zurück. So. Hier ist die Weiche. Dann müsste ja hier auch noch ein Signal hin. So. Und dann funktioniert's. Habe ich da nicht schon... Da ist doch ein Signal, oder? Ne, das ist das Signal. Okay. Mhm. So. Dann müsste das... Aber wir müssten ja jetzt auf der Strecke auch noch ein paar Signale machen. Sonst... Immer hier vor den Bahnübergängen. Nicht, dass sie im Bahnübergang stehen. So, hier auf der Brücke. Ja, so viele Signale brauchen wir jetzt nicht. So befahren ist ja diese Strecke noch nicht. So. Und immer vor den, genau, so. Jetzt müssten wir gleich mal gucken, es müsste ja theoretisch der Zug jetzt hier hinkommen. Bis hierhin auf jeden Fall. So, aber wir müssten diese Straße aufwerten. So. Noch eine Innerstadtstraße raus. So, das passt auch. Ja, die Leute kommen dahin. Aber wir müssten vielleicht eine Buslinie bauen. So. Ja, das passt schon. So, jetzt müssten wir aber gucken, dass wir eine Buslinie wenigstens hier hinkriegen. So, hier zum Bahnhof und vielleicht hier so her. Dann müssten wir noch ein Depot haben. So, das ist Giebringhausen. Dann müssten wir jetzt eine neue Linie bauen. Aber wir könnten auch erstmal den Bus holen. Da wir ja noch nicht so viele Busse haben. Nee, das dauert noch ein bisschen. Nehmen wir einfach mal hier diesen Standardbus. Zwei Stück müssten reichen.
neue Linie. So, das müsste ja erstmal reichen. So, der Ort heißt Giebringhausen. Giebringhausen, genau. Hausen. Nein, ein zurück. Bus. Linie 1. So. Fährt er? Jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken. Da sind die Busse. Was für einen Takt haben sie denn? 35 Sekunden. Ja, das passt schon. So, wir müssten natürlich jetzt hier in Arnsberg auch mal gucken, dass wir an den Bahnhof kommen. Also hier auch noch mal ein Bushäuschen hin. Ne, Häuschen hier so. Passagiere. Bushäuschen. Bis jetzt haben wir nur die Standardbushäuschen. So. Und dann gucken wir, dass wir nach hier hinkommen. Und nach da. Das reicht. So. Machen wir auch erstmal nur eine Buslinie. So, da kommt der erste Schienenbus. Der hat natürlich jetzt einen größeren Takt. Ja, alle 6 Minuten, aber das ändern wir gleich. Wir setzen gleich noch ein paar Züge da drauf. So, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier noch eine Straße angelegt kriege. Kann ruhig so ein Feldweg sein. Der jetzt, sagen wir mal, von hier in die Straße verbindet. So, und dies hier auch so ein bisschen aufwertet. So, dann müssen wir eine neue Linie haben von hier nach da und da. Wenn ich die wieder anwähle, meckert er? Eigentlich nicht. Doch, er meckert dann. Er fährt dann die Linie doppelt. So. Okay. Das wäre dann. Arnsberg Bus. So, das hätten wir auch. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Da will ich aber jetzt kein Depot hinsetzen. Also holen wir hier nochmal ein paar Busse. Auch nochmal. Ja, vielleicht da mal in einem anderen Ton. Nehmen wir blau. So, die setzen wir jetzt auf die Linie Arnsberg. So, dann hätten wir es da auch geschafft. Die fahren jetzt Richtung Arnsberg. Wo immer sie auch herfahren, mal gucken. Ah, die fahren die Strecke, okay. Guck mal, da könnte man ja hier die Straße auch noch machen. So, das ist nur eine 30er. Das ist eine 60er. Ah, tun wir ja auch schon mal ein bisschen aufrüsten. Die Straße. Kommt der Autosave dazwischen? Ich weiß ja jetzt nicht. Jetzt hier weiter nach Arnsberg fahren. Und so langsam gehen die schönen alten Feldwege weg. So. Ja, guck, der fährt da rum, dann passt das schon. So, jetzt müssten wir gucken, dass wir noch einen Zug irgendwie auf die Strecke kriegen. Da wollen wir uns schauen. Machen wir einen Elektro oder einen Diesel? Ich weiß gar nicht, warum ich hier so diese amerikanischen Loks habe. Diesel? Da wäre die ja schön hier.
Die wäre ganz schön. Und Passagiere. Haben wir denn keine alten? Was heißt alten? Das sind normale Einheitswagen. Chinesischer Typ. Reicht das? 60 Kapazität, ja. Setzen wir die auch noch auf die Mallinie. Und dann gucken wir mal, was für einen Takt wir haben. 3 Minuten, ja, das könnte passen. So, gehen wir mal in so einen Zug und steigen da mal mit ein. Da liegt noch ein Altersgleis. Eigentlich müsste der ja auf die andere Seite fahren. So, schauen wir mal, wie er da reinkommt. So. Ein grüner Überlandbus. Jetzt halten wir hier erstmal. So. Ist der zweite. Ah, jetzt geht's weiter. Ich wollte gerade mal gucken, ob der zweite schon kommt. Ne, der ist noch unterwegs. So, wir wechseln jetzt nach rechts. Das passt. Ja, dann geht's doch. Fahren wir eine Runde mit. Mit Schönbau fangen wir auch demnächst an. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich die passenden Mods hier drauf kriege und finde. Und dann fangen wir auch mit dem Schönbau an. So, dann müssen wir noch andere Bahnübergänge haben. Aber guck mal hier, die Landschaft hier schön mit den Bergen. Jetzt verschwindet das schön in so einem Tunnel drin hier. So. Machen den Rest der Folge als Mitfahrt. So, guck mal, hier haben wir wieder die super Aussicht. So. Dann noch mal ein Blick auf Mal. Aber da können wir gleich noch mal hingucken. Das sehen wir gleich noch mal. Hier müssen wir dann auch noch mal Kies hinmachen, damit das Unkraut wegkommt. So, da ist Mal. Das ist eigentlich Mal und Bochum ist eigentlich nur durch diesen großen See getrennt, wenn ihr das so wollt. So, wir haben grüne Welle. Schön am Berg herfahren hier. So, gucken wir mal weiter. So, da geht es wieder in den Tunnel rein. Aber da oben. Ja, hier haben wir auch einen Tunnel noch. Oh, da liegen auch noch Gleise rum, hast du gesehen? So. Jetzt geht's weiter hier. Über die alte Brücke drüber. Passagiere haben wir noch keine, aber es ist ja auch noch nicht so viel in den Städten los. Wir müssten gleich mal gucken, dass wir vielleicht mal mit Gütern in den nächsten Folgen machen, damit wir da auch was hinkriegen. So, hier stehen auch noch keine Leute rum. Hier ist Bochum. Doch, da steht schon einer. Willst du mit? Oh, zwei Mann fahren schon mit. Das kommt aber dann auch so langsam. So,
so, da kommt uns ein Schienenbus entgegen. Es kann nur ein Schienenbus sein, weil wir sind ja in dem ersten Zug mit Anhängern. So, da springt er auf grün rum. Es war auch bestimmt viel Arbeit, diese Röhre zu bauen mit den ganzen Steinen. So elektrifiziert ist die Strecke schon. Jetzt kommen wir nach Arnsberg. Ist auch nicht so weit von uns entfernt hier. Mit Arnsberg. Das haben wir zwei Passagiere. Guck, ob die jetzt hier aussteigen. Einer wenigstens. So, einer bleibt drin. Da kommt uns wieder ein Schienenbus entgegen. Straße nacharbeiten, müssen wir mal dran denken. Und hier die Felder müssen wir auch noch nacharbeiten. Feldweg. So, jetzt kommen wir nach Giebringhausen rein. Hat natürlich in echt keinen Bahnhof der Ort. So, hier müssen wir noch mal ein bisschen was machen. So, hier steht auch keiner rum, aber einer möchte ja aussteigen. Gucken wir uns das an. Da ist er ausgestiegen, aber ziemlich weit am Ende. Jetzt geht es wieder zurück. So, wir bleiben aber hier. Wir haben ja dann hier noch ein bisschen was zu tun. So, hier so ein bisschen noch wegmachen. Hier auch. So. Wollen wir mal schauen. So, was hatte ich denn als Gleisbett genommen? Das? Ach, das ist das Getreide, ist das. Ne, wir wollen ja alles haben. So, was habe ich denn als... Gleisbett genommen? Das hier? Ja, ne? Genau, das hat man als Gleisbett genommen hier. Als so ein bisschen kleiner machen hier. Hier auch noch so ein bisschen. Dass das da ein bisschen vernünftig aussieht, so. Auf der Seite auch. Fällt jetzt da. Oder machen wir ein bisschen Gras dahin. Das sah ja nur auch nicht so schlecht aus. Gras dahin. So. Dann hätten wir das auch schon mal wieder vernünftig. Hier geht's einigermaßen.
Wo habe ich denn jetzt meinen Split? War das der? Ja, der war das. Vernünftig. So, jetzt müssten wir eigentlich mal schauen. Hier am Bahnhof stehen welche. Guck mal. Nach Giebringhausen will einer und nach Bochum wollen zwei. Ja, läuft doch. So langsam läuft's an. Schön. So, da ist noch eine alte Straße. Die können auch bleiben. Das ist gar nicht mal so schlimm. So, du Tipp, komm weg. So. Ja, Freunde, würde ich sagen, wir sind ja schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir jetzt hier von Bochum irgendwie noch hierher kommen, nach Bebra. Arnsberg haben wir ja schon. Giebringhausen haben wir auch. So, hier nach Recklinghausen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am pfiffigsten einstellen. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. So, wir müssten auch demnächst mal So, dann müssten wir demnächst auch mal gucken, dass wir hier ein paar Güter transportiert kriegen. Zum Beispiel hier nach Bebra. Damit das dann auch hier mal schnackelt. Die wollen ja Lebensmittel haben. So, in diesem Sinne möchte ich mich mit diesen Bildern von euch wieder verabschieden. Wie gesagt, wir sind ja erst bei der 5. Folge von dieser Map. Und ich hoffe, dass euch das gefällt und dass wir noch einige schöne Minuten oder Augenblicke zusammen auf dieser Map haben. So, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald, euer Donny.